Ja, moin, liebe Freunde von DCS. Hier ist wieder Lenny von Starstream und heute geht's weiter mit der Red Flag 211-Kampagne für die F-16C Viper. Tatsächlich hatte ich in der letzten Mission in der ersten kein Feedback bekommen, ob ich die Mission geschafft habe, aber es scheint wohl alles okay zu sein. Ich bin jetzt in der nächsten Mission. Und die starte ich jetzt auch mal. Ich habe jetzt gerade noch ein Briefing erwartet. Aber was sollen wir da machen in der zweiten Mission? Wir sollen Seed fliegen. Tatsächlich kein Strike diesmal, sondern Seed. Seed heißt, bedeutet, dass wir diesmal nicht die Radare wegbomben sollen, die da rumstehen, sondern wir greifen aktive Suchradare von SA-2-Stellung, also von SAM-Stellung, greifen wir mit der HAM-Rakete an. Das ist das Ziel. Genau, und ich habe jetzt auch rausgefunden, was dieser, also ich glaube, ich habe rausgefunden, was dieses Marshall-Stack ist. Also ich weiß ja, was es ist, aber wo es sein soll. In einem Briefing, was ich hier bekommen habe, war da eine 7 drauf eingezeichnet und ich denke mal, dass wir am Wegpunkt 7 warten sollen. Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Okay, denn wir haben hier einen relativ straffen Flugplan und Taxiplan. Wir sollen jetzt gleich um 21 Uhr sollen wir starten. Um 21:10 sollen wir zur Runway taxiing und Takeoff ist dann 21:15 Zulu, Departure 21:20. Okay, fangen wir an. Mit dem Startup. Ah, ich stehe in meinem Hangar. Okay. Dann einmal den Strom an. Die APU einschalten, also unser Hilfstriebwerk. Ich kann schon mal unser Cockpit dicht machen. Wunderbar. Cockpit einmal sichern. So, müssen wir einmal warten, bis hier unser RPM ein bisschen über 20 ist. Und dann können wir das Triebwerk einkoppeln sozusagen. Schauen wir mal. Das sieht gut aus. Ich koppel das Triebwerk ein. Und jetzt ist es im Idle und die Drehzahl geht halt in die Leerlaufstellung. Und man hört es auch schon. Alles klar, jetzt können wir unsere Avionik einschalten, unsere ganzen Geräte, Karte. Und da kriegen wir auch schon den Funkverkehr rein. So, jetzt können wir schon mal unser Navigationssystem alignen. Dafür wählen wir hier beim INS das Stored Heading aus. Und die 98 müsste jetzt bis auf 10 runterlaufen. Dann ist das Navigationssystem aligned. Was brauchen wir noch? Wir brauchen unser IFF. Wir brauchen hier einmal das Funkgerät. Das ist alles okay. Achso, unser Radar Warning Receiver und unser Gegenmaßnahmengerät stelle ich mal auf Bypass und stelle die Gegenmaßnahmen einmal hier auf Chefs und Flare ein. Unser Helmvisier. Ich entsichere einmal den Schleudersitz. Taxi Light können wir schon mal einschalten, weil wir gleich taxien wollen. Ja, ich könnte auch ein bisschen lichter machen, aber eigentlich brauchen wir das nicht, weil es ist hell genug. Das war's. Ich könnte jetzt aber ganz kurz gleich mal die NAV-Punkte durchgehen und gucken, ob wir denn die 7 haben. Und einmal kurz gucken, wo die Uhr war. Hier bei. Nee, das wollte ich nicht. Return. Sorry. Hier ist die Uhr. Wie komme ich denn jetzt hier in mein. Zurück in mein Alignment. Scheiße. Das ist jetzt eine gute Frage. Ist das über List irgendwo? Dest, NAV. Shit.
Das ist jetzt mal eine gute Frage. Vielleicht weiß das ja jemand. wie ich jetzt hier zurück in meine Alignment-Anzeige komme. Das weiß ich nämlich gar nicht. Ich warte jetzt einfach nur noch ein bisschen und dann schalte ich irgendwann, dann schalte ich mal um auf Navigation. Das hier ist ja blöd. Was haben wir denn hier noch? Vielleicht funktioniert das ja auch. Da ist es nicht hinter. Das ist Tarkan. Steerpoint. Ist auch nicht richtig. Das ist noch under Development. Hier ist unsere Zeit. In 8 Minuten müssen wir zum Taxi. Mark wird es auch nicht sein. Das sind die Mark Points. Die gibt es noch nicht. Fix ist auch noch in der Entwicklung. Und was, keine Ahnung, was das ist. Tja. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass das irgendwo hier bei IFF. Nee, nicht bei IFF ist, weil. 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass unser ILS jetzt aligned ist. Ich schalte mal hier auf Navigation. Hoffe mal, dass es okay ist. Ich guck mal. Wenn der Data Link jetzt anspringt, dann stehen die Chancen gut. Ja. Genau, hier sehe ich dann meine Freunde. Hier, der geht jetzt hier schon zum Taxi. Wieso rennt er denn schon los? Wir sind doch noch gar nicht, oder doch? 21:10 left out of parking. Wir sind noch. Du bist zu früh, Junge. Wir haben noch Zeit. Naja, er möchte schon los. Okay, was haben wir dabei? Wir haben einen Targeting-Pod, zwei Treibstofftanks, dann die großen Raketen hier sind die HAM-Raketen. Also die. Ich muss ein bisschen leiser. Das sind die. Ich glaube, AGM 88 HAM-Raketen heißen die. Also diese dicken neben den Treibstofftanks, die zwei links und rechts. Die können halt Radarsignale also Suchradare aufspüren und darauf zufliegen und das kaputt machen. Dann haben wir an den Innenseiten noch von den Flügeln daneben die beiden kleinen, sind zwei AIM-9, schätze ich mal. Ich kann doch einfach mal nachgucken. Was haben wir denn hier? Ja, AIM-9X, Sidewinder und außen die MRAMs. Ja, sollen wir den lauter machen? So. Ach so, HUD sollte man auch. HUD sollte man auch einschalten. Ja, und jetzt warte ich eigentlich nur darauf, dass es 21:10 wird. Noch 5 Minuten, weil dann sollen wir mit dem Taxi starten. Und da fliegen schon welche los. Aber ich kann jetzt mal gucken. Da fliegt auch schon einer los. Ich kann jetzt aber mal gucken, ob wir den Steerpoint 7 haben, der irgendwo ist. Ich gehe mal hier ein bisschen weiter raus. Das sieht auf jeden Fall so aus, ob wir den haben würden. Achso, ich bin gerade falsch. Hä? Moment. Steerpoint. Wieso kann ich den gerade nicht wechseln? Okay, alles klar. 6. 4, 5, 6, 7. Ja, ich glaube, hier soll ich ins Marshall Stack gehen und warten. Bis zur Push-Time. Und die Push-Time, muss man eben gucken. Seat-Push ist 21:35. Das ist aber auch spannend. Nö. Da sollen wir angeblich, sollen wir das schaffen. Ja, wir sollen da auf jeden Fall, wir sollen so lange bei Waypoint 7 ins Stack gehen, bis es 21:35 ist und dann, ja, dann soll es losgehen. Gucken wir mal. Return. Wir gehen wieder auf Waypoint 1. Return. Fort 1. Fort 1 ist. Nee, wir sind cold. Wir sind nicht fort, wir sind cold. Was war denn nochmal? Ja gut, die starten auch vor uns. Ach
Achso, ich starte auch relativ am Ende, so wie ich das sehe. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. So, 21:07 Uhr. 3 Minuten, dann geht's zum Taxi. Wo soll ich denn überhaupt hin? Left out of parking, right onto Try Foxtrot, left onto Try Alpha. Gucke ich mir nochmal direkt an. Also, wir sollen. Wo stehe ich denn? Ich stehe hier. Left out of parking, also hier lang. Wo left out of parking? Right onto Try Foxtrot. Ich glaube ja, wir starten. Ja, wo starten wir denn? Ja, wir starten von hier. Foxtrot. Ja, ich würde auch sagen, Foxtrot left onto Try Alpha. Ja, also hier lang würde ich sagen, hier lang. Und dann hier auch bei, genau, One Way 03 Right. Da starten wir alle. Hier, wo der Rest ausstartet, also hier raus, Taxiway lang und dann hier so rüber. Aber erst um 21:10 Uhr. In 2 Minuten. Hier schon mal unser Nose-Wheel Steering anschalten. So. Fehlt denn noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee. Sollte auf jeden Fall auch kürzer werden als der Einsatz vorher. Schauen wir mal. Da ist jetzt auch noch einer. Das kann ja was Kultur ist. Können wir mal gucken, wer da neben mir steht. Das ist. Ja, das ist Code 1-2, also Code 1-2. Ich bin Code 1-1. Das ist mein Wingman hier, der neben mir steht. Ja, der rollt wahrscheinlich erst los, wenn ich losrolle. Und das hier ist. Ach so, 1-4. Gibt es auch noch 1-3? Stimmt. Las Vegas. So. Sollte jetzt ja gleich mal losgehen. Ja, genau. Geht gleich los. So. So, ist gleich soweit. Also sage ich Nellis Traffic, Code 11, F16, Information, weiß ich gerade nicht, Parking Position 144. Taxiing to Holding Point via Taxiway Try Foxtrot left onto Try Alpha VFR Departure to the North. Ja, müsste es eigentlich sein. Müsste ich jetzt, glaube ich, eigentlich sagen. Ich taxi jetzt mal los. Es ist ja jetzt 10 durch. Los geht's. Ich soll hier lang fahren. Mal kurz gucken, wie weit ich hier fahren muss. Oh, ich bin viel zu schnell wieder. So, jetzt muss ich, glaube ich, da lang. Ich glaube, ich muss eigentlich diese Linie da folgen. Guck nochmal nach. Ja. Nicht ganz so akkurat alles. So, und da vorne geht es dann auch gleich schon links rein. So, also hier der Linie folgen. Was steht denn da vorne dickes rum? Oh, das ist ein Bomber, glaube ich, ne? So, Kultur ist airborne.
startet erst der Bomber. Es gibt ja einen Flugplan. Ich habe hier halt nebenbei so ein PDF-Dokument offen und da steht das alles drin. Wann hier wer zu starten hat. Halt, ich bin hier zu weit. So. So, jetzt müsste ich mich wieder eigentlich melden bei der Flughafenkontrolle und das wäre dann... das wäre dann, Nellis Traffic, Code 11, F-16, on Taxiway, lining up, Runway 03, rear for departure to the north. Nee, ich glaube, das sage ich erst, wenn ich tatsächlich auf der Runway stehe. Bin ich gerade nicht sicher. Muss ich noch mal einen Kollegen fragen. So. Wir haben noch 3 Minuten. Dann sollen wir auf die Runway. Das Takeoff und dann geht's auch gleich los. Wir sollen nachher im Marshall sollen wir auf 26.000 bis 29.000 sein. Fuß. Ist aber keine Übersicht, wann wir auf welchem Punkt wir jetzt, auf welchem Wegpunkt und auf welcher Höhe wir sein sollen. Aber das ist nicht so schlimm. Wir können einfach langsam steigen auf die Höhen, dann ist gut. 1 Minute noch. Die müssen alle schon hinter mir stehen. Fein aufgereiht seid ihr. Ganz toll. Screenshot Time. So, ich gehe jetzt schon mal auf den... Ich gehe jetzt schon mal ruf. Also müsste ich auch nochmal sagen, Nellis Traffic, Code 11, F-16. Ich quatsch da wieder dazwischen. So. Also Nellis Traffic, Code 11, F-16. Taking off runway 03, VFR departure to the north. So, geht's los. Bei 180 können wir sie langsam die Nase hochnehmen und dann will sie auch eigentlich von alleine los. Gucken wir mal. Hü. So, merkt man schon, alles klar. Fahrwerk rein. Bisschen näher die ganze Geschichte. Der Nachtpunkt ist da vorne. Und ich kann sagen, ja, das ist AVIX, das meldet jetzt die ganzen Kontakte gerade rein. Ich könnte jetzt sagen, Nellis Traffic, Code 11, F-16, Airborne, Runway, 03, Turning to North. Also eigentlich muss ich ja gar nicht, ich turne ja eigentlich nirgendwo hin, ich fliege jetzt einfach geradeaus. 21.16, wir sollen 21.35 pushen, glaube ich, was war das? 21.35 ist der Seat Push. Okay, wir haben also noch ein bisschen Zeit, ich gehe mal aus dem Nachbrenner, sonst habe ich gleich keinen Sprit mehr. Das will ja keiner. 4 nautische Meilen. Ich bin jetzt immer noch nicht sicher, ob wir nautische Meilen haben bei der Air Force oder Kilometer. Also bei der Navy haben wir auf jeden Fall nautische Meilen. Ich weiß nicht genau, wie das bei der Air Force ist.
So. Das sieht auch gut aus. Gut. Auf zu Wegpunkt 2. Warum zur Hölle kann ich hier nicht weiterschalten? Ein bisschen merkwürdig. So. Der ist irgendwo hier. So, jetzt bin ich auf dem Weg zu Wegpunkt 2. 16. Ich sag jetzt, ich denk jetzt mal, dass es nautische Meilen sind. Sehr gut. Wheels up ist immer gut. Ach so, ich kann ja eigentlich schon mal unsere Waffe einschalten. Wir fliegen ja gleich air to ground. Und ich baue mir schon mal das so, wie ich das. Ich könnte. Ne, das brauche ich. Beim TGP brauche ich eigentlich nicht, weil wir schießen sie, glaube ich, gleich im HAS-Modus raus, die haben. Was ich da aber brauche, ist den Waffen. Ist der Waffensensor der Waffe. Den hole ich mir jetzt mal hier aufs linke MFD. Ich glaube, das heißt nicht MFD, das heißt hier, glaube ich, anders. Also, wir nehmen nicht das Radar, sondern wir nehmen die Weapon Page. So, und da sehen wir nachher das, was wir bekämpfen sollen. Und ich erkläre gleich mal so ein bisschen, wie das funktioniert, wie wir da eine Schusslösung kriegen. Das heißt ja nicht Schusslösung, wie wir dann hier ein Signal kriegen, dass wir beschießen können. Okay, 9 Meilen. Ich fange mal hier mit der Waffenpage an. Wir sind jetzt hier im Storm Management für Air to Ground. Und da haben wir nur die beiden Harms mit, das sind die AG-88, Power is on und man sieht hier, sie sind an Station 3 und an Station 7. Gut, das brauchen wir nicht mehr, das ist jetzt alles ready, wir brauchen jetzt wieder unser HSD für die Navigation, ich gehe mal hier auf 30 Meilen, dann sehen wir, zoomen wir ein bisschen mehr rein. Channel 16. Colt 1 as fragged. Request Sally Corridor via Dream. Colt 1, Dark Star, radar contact. Cleared Sally Corridor via Dream. Shell tanker available. UHF channel 14. TACAN 83 Yankee. Arco tanker available. UHF channel 15. TACAN 94 Yankee. Picture available on request. Lowdown. South SA2 active. North SA2 active. South HQ7 active. North HQ7 active. East HQ7 active. Ja, da gibt's gleich eine Menge Air Defense zu plätten. Was hat er gesagt? Strike, Departure, Recovery Shell. Ich glaube, wir brauchen das gar nicht machen. Wir brauchen, glaube ich, gar nicht da irgendwie auf. Irgendwelche Kanäle umschalten. Ich glaube, das kriegen wir sowieso alles rein. Gucken wir mal, ob mein Kneeboard funktioniert per Spracherkennung. Kneeboard. Sehr gut. Da haben wir jetzt auch schon ein paar Sachen drinne hier. Flight. Die sind alle auf 127 und da kann ich ihnen auch Befehle geben. Muss ich mal gucken, was mein Flight auch ist. Also ob auf 127 ist. Komm 1 ist auf 305 und Komm 2, das ist dann. Muss ich mal kurz. Mal checken. Ja, das wird schon gehen gleich, wenn ich das möchte. Gucken, ob ich die richtigen Tasten überlegt habe fürs Push-to-Talk. Also das ist das 164er Funkgerät.
Und das ist das 222. Okay. Anvil. Anvil. AWACS. Okay. Gucken, ob ich da meine... Achso, das war gar nicht so schlecht, die Übersicht hier. Die nehme ich mal mit. Und ich brauche... Seed Game Plan, den hätte ich gerne. Und... Das hätte ich gerne als Schnellzugriff. Das brauche ich nicht. Ja. Der Rest ist ja relativ entspannt, würde ich sagen. Niebord. So. Gut, auf dem Weg zu Wegpunkt 4 erzähle ich nochmal, was wir gleich machen und wie wir versuchen gleich die Suchradare von der SA2 zu bekämpfen. Seeds in der Viper habe ich noch nicht so oft gemacht. Das habe ich bisher immer nur in der Hornet gemacht. Ah, schick. Schick seht ihr aus. Gleich ein Screenshot. Ah, schön. Nie genug Screenshots machen. Okay, wir gehen mal auf Steer Point 3. 4 meine ich, Entschuldigung. Wieso sollen wir denn da hinfliegen? Na gut, wir machen das. Wir folgen dem Flugplan. Ich habe mir das nie ausgedacht. Also, wie machen wir das gleich mit den Raketen? Das hier ist sozusagen der Sensor von der Rakete, ne? Also das ist das, was die Rakete hier vorne drin hat. Da guckt ja dann mit nach vorne, was es so gibt, ne? Auf was kann ich mich aufschalten? Und im HAS-Mode, ich weiß jetzt tatsächlich, oder den HAS-Mode, ich weiß gar nicht genau, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, was man da machen kann und wie es funktioniert. Wir haben hier, Bedrohung. Das ist zum Beispiel eine SA-10, das ist eine SA-11. Hier in den weiteren Tabellen haben wir eine 19, 15, 8, 3, 6, 2, etc. Wir wissen aus unserem Briefing, dass wir gleich eine SA-2 bekämpfen müssen. Das machen wir auch gleich. Ich schalte erstmal auf den nächsten Stierpunkt, die 5. Der ist da hinten, 18 Kilometer. So, wir sollen gleich SA2 bekämpfen. Das heißt, wir wählen erstmal die richtige Tabelle aus, wo die SA2 drin ist. Das ist die Tabelle 3. Und hier können wir noch tatsächlich uns auf das beschränken, von dem wir wissen, dass es uns gleich bedrohen wird. Das ist ja die 2. Wenn wir das nicht tun würden, dann würde das halt immer, ich weiß nicht, ich glaube 50 Sekunden brauchen, bis der Suchkopf, der Harm, das Gebiet entsprechend gescannt hat nach einer Bedrohung. Das heißt, wir wissen jetzt ja, dass wir nur eine 2 bekämpfen müssen, eine SH2, also gehen wir auf Search und wählen die 3 ab, die 5 ab, die 6 ab und die 13 ab und gehen wieder auf den HAS-Mode. Jetzt haben wir nur noch einen Scan von 13 Sekunden. Das heißt, wir kriegen sehr viel schneller, wenn die Bedrohung in Reichweite kommt und uns aufschaltet in der Aufschaltung. Ja, das ist... Also wenn man weiß, was man bekämpft, ist das natürlich eine gute Möglichkeit. Es gibt auch noch einen Pre-Brief-Modus, das heißt, die Rakete fliegt einfach zu einem Wegpunkt und
ab einem bestimmten Punkt dann fängt sie an, nach einer bestimmten Bedrohung zu scannen. Das hat bisher also noch nicht so gut funktioniert. Wir versuchen jetzt das mal im HAS-Modus zu machen. Man muss dafür relativ nah ran, das ist ein bisschen das Problem. Aber wir sind klein und schnell. Die Viper ist super unter Beschuss, das heißt, wir wandern nachher unsere Höhe von 24. Darkstar, Repush Briefing. Pull up war, visibility good, broken clouds with showers. Picture available on request. Lowdown, South SA2 active, North SA2 active, South HQ7 active, North HQ7 active, East HQ7 active. Wir bekämpfen nachher die North SA2, das ist unser Ziel. Cold 2, die South. Genau, also wenn uns das Ding nachher aufschaltet, dann werden wir die Harm rausschießen. Es kann sein, dass die auf uns feuern, das macht nichts. Dann, die Viper ist also echt ganz gut unter Beschuss. Das heißt, wir wandeln unsere 24.000 Fuß in Geschwindigkeit rum und steuern auf den Boden zu. Also das ist das, was ich machen werde. Ich werde auf der Stelle umdrehen, auf den Boden zusteuern, dabei sehr viel Geschwindigkeit aufbauen, Gravitation und so. Das wird, also ich denke mal, wir werden so auf 700 auf jeden Fall beschleunigen, wenn wir auf den Boden zu rennen. Und das, da sollte dann die Rakete, die SH-2, nicht hinterherkommen. Und ich hoffe, dass wir dann währenddessen, also während wir das Ziel halt spielen für die SH-2 und das Radar auf uns aufschaltet, unser Harm das Signal von der SH-2 dann kriegt und sie zerstört. Das ist so der Plan, den ich jetzt habe. So, wir sind jetzt hier Point 6. Was sagt denn die Zeit? 28. Okay. Ich glaube, da stand auch noch, wenn wir damit durch sind mit unserem Seed Kneeboard. Da stand noch was davon, dass wir dann, glaube ich, noch Unterstützung leisten sollen. Cold, F-16 Fights, Withdraw to Cover Package, Ingress, Degress. Ja, wir sollen, glaube ich, noch die beschützen. Kneeboard. Wir sollen noch die beschützen, die dann da reinkommen und rauskommen. Bin ich mal gespannt. Wir sehen ja durch den Data Link, das heißt also es ist ja in echt so, dass hier der die ganze Zeit hier redet und uns sagt, was er an Kontakten hat, ist ja der AVAX und wir sind ja via Data Link mit dem AVAX verbunden und daher kriegen wir auch dieses Lagebild denn hier rauf projiziert. Ne? Also die Kontakte, die das AVAX kriegt, bei unserer Radar ist ja längst nicht so stark wie das von dem AVAX-Flugzeug. Wir kriegen, seine Signale kriegen wir hier mit rauf. Das ist der Data Link. Unser Radar kann ja eigentlich fast gar nichts. Also, ja, es kann schon was natürlich, weil wir müssen ja damit auch Ziele aufschalten können, die wir dann auch erfassen wollen mit unserer MRAM. Also es kann natürlich schon was, aber das ist natürlich nicht so leistungsfähig wie das von dem AVAX-Flugzeug. So. 11 nautische Meilen bis zum Wegpunkt 6. Und bei 7 sollen wir dann ins Marshall Stack gehen, also in unsere Runde, die wir dann da immer drehen. Und dann schauen wir mal, was wir da vor die Flinte kriegen gleich. Das könnte dann sehr spannend werden. Beziehungsweise, ob wir das denn auch überleben. Seed habe ich bisher eigentlich nur erfolgreich so richtig mit der Hornet bekämpft. Die ist da auch ganz gut drin. Obwohl, das geht auch bestimmt mit der Viper. Ich habe mich, glaube ich, bisher nur zu blöd angestellt. Kneeboard.
Kneeboard. Oh, wir werden schon erfasst. Von irgendwas. Hier sollte uns eigentlich noch nichts erfassen. Ich gehe jetzt hier mal auf Steerpoint 7. Das könnte auch schon die SR2 tatsächlich sein. So, ich gehe hier mal auf ein weiter auf 120. 16 Meilen. Und wir können auch gleich schon pushen tatsächlich. Also wir werden hier nicht lange warten müssen. Okay, die legen schon los. Ich lege auf jeden Fall schon mal meinen Masterarm auf On. Also die Cap, die F15 regeln da jetzt gleich erstmal. Würde ich sagen. Ich gehe erstmal wieder auf 60. Und ja. 21, 33. Das ist unser Wegpunkt. Aber was ich nochmal sehen will, ist, wo ist denn unser. Unser Ziel ist der Norden. Aber wir haben keine richtigen Koordinaten dafür gekriegt. Da sind auf jeden Fall Gegner, da müsst ihr euch noch drum kümmern, Leute, ne? Also da sind, da sieht man schon, da sind die SAM-Schirme, da müssen wir gleich hin. Wir haben die Push-Time von 35. Das müsste eigentlich genau passen, wir können einfach weiterfliegen, würde ich sagen. Das wäre jetzt so meine Meinung dazu. Ich glaube, wir können gleich einfach weiterfliegen. Da sind noch zwei Signale. Und wir müssen aufpassen. Ich schalte mal auf den nächsten Wegpunkt. Auf die 8. Ist auch schon 35. Und da stand ja Push Time. Ich guck nochmal. Push Time ist 35. Ich gehe da jetzt einfach rein. Müssen wir nicht warten. Steerpoint 8. 40 Meilen. 28.000 Fuß. Schalten wir die Autopilot für die Höhe ein. So. Jetzt hoffe ich mal, dass die Jungs da links, die Roten, ja, die werden auch gerade weniger. Da die Cap da vorne müsste, die auch gerade da wegarbeiten. Ah, wir kriegen schon Signale rein. Schau an. Eine 2, SH2. Das ist jetzt die Frage. Ich schieße auch einfach auf alles, was denn da kommt. Obwohl, ich muss natürlich meine Jungs auch noch da mitnehmen. Die sollen natürlich da auch Ziele bekämpfen. Aber ich habe schon hier eine SH2, habe ich hier schon auf dem Schirm. Na, die könnte ich jetzt sogar schon anwählen. Hallo? So, hier könnte ich sie jetzt anwählen. Und ich könnte die Harm abschießen. Ne? Es blinkt, dieses Viereck da unten blinkt. Ich könnte die Harm jetzt drauf feuern. Ich würde aber gerne noch ein bisschen näher ranfliegen, weil, ja, die soll ja auch treffen. Und am besten soll sie auch aktiv auf mich zielen und mich im Ziel haben, damit das Signal stärker wird für die
Ah, da ist auch die zweite. Damit das Signal stärker wird für die Harm und das Sucher da ein besseres Ziel abgibt. Ich habe es jedenfalls so verstanden. Wenn das Ding auf mich aktiv zielt, kriegt unsere Harm hier das beste Ergebnis, um sie auch anvisieren zu können, um sie dann zu treffen. Das wollen wir natürlich. Ja, ich kämpfe die nördliche, bekämpfe ich. So, mal aus dem Nachbrenner hier, wollen nicht so viel Sprit raushauen. Ein bisschen höher können wir fliegen. Das war, glaube ich, keine Sam. Sehr gut. Unser F-15 rasieren da vorne die gegnerischen Jäger weg. Sowas könnten wir natürlich auch machen, aber naja. Die F-15 ist ja das Lieblingsflugzeug der Air Force. Obwohl jetzt glaube ich auch nicht mehr. Wo es die F-22 und F-35 und diese ganzen Schweinereien gibt. So. Wie sollen die nördliche Sam? Was ist denn jetzt die nördliche Sam? Ich würde einfach beide nehmen. Wo liegt denn der Wegpunkt drauf? Nord. BE241. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich glaube, die nördliche ist aber. Ich glaube, das hier ist die nördliche. Aber da bin ich nicht ganz sicher. Da, wo das Bullseye ist, genau. Hat das Ding einen Wegpunkt? Stimmt. Das könnte ich natürlich ausprobieren. Ich könnte einfach eine Sam reinschießen. Das wäre dann, das ist der Wegpunkt 9, 8. Acht, zehn, elf. Das ist natürlich näher dran. Da könnte man einen anderen Modus nutzen, und zwar den Position. Und da würde ich, das würde dann so laufen. Ich wähle hier auch wieder die 2 aus. Ich würde nach einer 2 suchen. Und dann hier unten steht dann halt. Also, das bedeutet, ich schieße eine Harm auf Wegpunkt 11 und da soll es nach einer SH2 suchen. Die könnte ich jetzt auch abschießen. Das ist halt auch, das ist auch ziemlich abgefahren eigentlich. Finde ich, weil sie steht sogar, ne, sie würde jetzt 1.13 dahin brauchen zum Wegpunkt. Und wäre halt um 21, 41 irgendwie da. Ist schon irgendwie abgefahren. So, wie weit bin ich denn weg? Ja. Könnten wir eigentlich machen, aber. Ich bin da jetzt ein bisschen unsicher. Ich glaube, ich soll erstmal die andere hier bearbeiten. Das ist, müsste, glaube ich, die nördliche sein. Wir könnten auch einfach. Wir könnten das auch. Ja, die haben nix. Ich bin auch irgendwie voll falsch gerade. Wenn ich jetzt mich ein bisschen drehen würde. Ich fliege gerade irgendwie ein bisschen falsch. Bin ab vom Kurs gekommen. Müssten auch gleich wieder die Signale reinkommen. So, es müsste eigentlich mein Suchkopf auch gleich wieder irgendwas sehen.
drehe noch ein bisschen mehr ein. So, da haben wir sie auch schon wieder. Relativ weit, ja, hier links. Ich schätze mal, dass das die hier sein wird, auf der linken Seite. Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Steht ja keine Reichweite dabei, ne? Oh ja, da kommen jetzt mehr. Okay. Colt 2, in from the northeast, engaging Sam at bullseye 198 for 24. Krieg ich wieder aufgeschaltet. Jetzt müssen die Frage von welcher. Ich schätze von der. Colt 2, in from the northeast. Von der Sam, ne? Müssen wir mal ein bisschen gucken. Wer mich jetzt hier gerade will. Misse, Misse, Misse. Wir hauen mal ab. Da hinten kommt das Misse. Ich schieße jetzt mal gleich eine Sam raus. Wenn ich das Ding erfassen kann. Und raus damit. Ich gehe defensive. Und die nächste. Ich kann jetzt hier mal ein bisschen das Gelände als Deckung nutzen. Aber was ich jetzt auch gerne wissen würde, ist, ob meine Sam hier trifft. So, hat sie getroffen? Wird sie treffen? Wird sie treffen? Wird sie treffen? Ja! Los, komm, hol sie dir! Komm schon! Jawohl! Da haben wir schon mal ein Radar zerstört, aber es war halt, glaube ich, das war nicht das richtige Radar. Doch, es müsste eine SH-2 gewesen sein. Ich gucke da nochmal. So, wir gehen nochmal auf Search. 3. HAS. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben jetzt eigentlich genau das gemacht, auch was wir sollten. Ich hoffe nur, ich habe das richtige Radar kaputt gemacht. Wir haben jetzt gerade Samstash. Also wir haben jetzt gerade die abgeschossen, so wie ich das auch eigentlich, so wie ich das wollte. Während sie aktiv war und auf uns geschossen hat, haben wir auf die Sam geschossen. Ja, und dann bin ich abgetaucht, habe mich so ein bisschen hier hinter den Bergen versteckt. Ne, die ist ja irgendwo da hinten, schießt ja auf mich. Ich steige jetzt wieder, gehe wieder rein. Und ich sage jetzt auch mal meinen Leuten, keine Ahnung, wo die sind, dass sie jetzt mal die Sams da oben hinten vernichten sollen. Ich steige jetzt erstmal wieder hoch. All players, Dark Star, South, HQ 7, destroyed. Okay. Ich gehe jetzt wieder rein. Wir sind auf 20.000 Fuß, eigentlich noch ein bisschen tief. Mach hier noch meine Kurve. Ich sag mal meinen Leuten, angreifen, Luftabwehr. So, mach alles. Ich schieße da jetzt auch nochmal rauf.
target 40,000. Das ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, der KI jetzt genau zu sagen, welches Sam sie angreifen soll. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so explizit geht. So, jetzt müsste sie eigentlich gleich wieder in Reichweite kommen. Auch für meinen Sensor. Das ist ja der rechte. Also drehe ich noch ein bisschen. So, wir sind jetzt. Gucken wir mal. Ne, hier sehen wir, wir drehen jetzt gerade wieder ein. Wir sind ja das Blaue da unten und. Müssen wir mal gucken, was wir hier gleich noch sehen. Wir suchen ja nach der SH2. Erstaunlich ruhig gerade. Wieso finden wir keine mehr? Also entweder ist alles zerstört. Dann ist natürlich klar, dass nichts mehr aktiv ist. Ne? Wenn alles kaputt ist, dann kann nichts mehr aktiv sein. Aber das würde mich eigentlich wundern. Aber es ist echt. Und hinten haben wir noch. All players, Dark Star 4-2 alive, East reset. Ich bin überrascht. Hier hat relativ viel, also. Mich erfasst gerade nichts. Also entweder haben wir gerade schon richtig gut gearbeitet. Davon gehe ich jetzt auch mal aus, dass wir recht gut gearbeitet haben hier und deswegen nichts mehr da ist an Sam. An Sams. Ich gehe mal auf. Ich lasse mal ein bisschen mehr scannen hier. Was bin ich nämlich eigentlich genau über der Sam? Unten sind sie. Aber wenn da kein Radar mehr ist. Also es geht bei Seed geht es nicht darum, die Abschusseinrichtung kaputt zu machen, ne? Also die Raketen. Sondern es geht darum, die Suchradare kaputt zu machen. Die mich erfassen. Also die Sams können ja ruhig stehen bleiben, die Raketen, aber wenn sie nicht wissen, auf was sie schießen sollen, dann ja, ist das völlig okay. Das wäre Seed. Wenn man die kaputt machen will, die ganze Stellung, das nennt man dann Dead. Da schmeißt man den Clusterbomben drauf. Nichts mehr. Hier kommt nichts mehr. Dann fliegen wir hier nochmal zu dem Nachtpunkt 10. Da sollen wir ja, glaube ich, unterstützen, so wie ich das mitbekommen habe. Wenn wir können. Dann gehe ich mal auf Air-to-Air. Oh ja. Müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwas kriegen. Das sieht aber nach einem Freund aus. Die sind auch tief hier, die Jungs, glaube ich. 5000 Fuß. Was ist denn so tief? Mal schauen, ob wir da irgendwas wegknallen können. So. Gucken wir mal. Guck mal. Da ist doch was. Irgendwas erfasst mich. SH2? Weapon. Ja, eine SH2. Irgendwie eine SH2 erfasst mich gerade. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich
Ich kann gerade nicht auf Search klicken, ich check gerade nicht wieso. Okay, es hat sich erledigt. So, der ist auf 20.000 hier unterwegs. Da ist nichts mehr. Der ist ziemlich tief hier unterwegs. Dann gucken wir mal, was hier noch. Hier sind aber auf jeden Fall noch ein paar böse Jungs. Das ist ja auch eigentlich unser Navigationspunkt hier. Und da. Uiuiui, ist eine ganze Menge. Da will ich eigentlich nicht so gerne rein. Auf welcher Höhe sind die denn? 20.000, also auf unserer Höhe ungefähr. Da kriege ich doch auch schon Signale rein, oder? Ja. Wo sind sie? Ich schieße da mal was drauf. Oh ja. Und Fox 3. Wir hauen jetzt hier mal ab. Ha! Geil! MiG-21 kaputt. Okay, Leute. Hier war doch noch irgendwas. Hier war doch noch irgendwas aktiv. Okay, ich sag mal meinen Leuten, dass sie die da ruhig bekämpfen können. Flug, angreifen. Bandits. Jetzt ist ein bisschen die Frage, was mich hier erfasst. Ich schätze mal, dass das hier irgendwo noch eine Sam ist. Ja, es ist die SH2. Ich hau erstmal ab in die andere Richtung. Oh, ich hätte noch Bock, meine eine MRAM hier loszuwerden. Und dann kümmere ich mich gleich. Haben wir doch auch schon einen. Dank ein Abnehmer hier. Fox. Oh, der ist aber dicht. Fox 3. Schade, das war verschwendet. Ich kümmere mich jetzt nochmal um die eine Sam. Die wahrscheinlich noch irgendwo rumfliegt. Okay, Weapon. Weapon Page. Not. Okay, irgendwas stimmt hier noch nicht. Geh einfach auf Air to Ground. Air to Ground. Haben wir jetzt Air to Ground active oder nicht? SMS Page. Sehr gut. Wir sollten ja auch noch was kaputt machen, wenn wir unterstützen können. Weapon. Not Soy? Ist da was komisch. Welche Richtung fliege ich denn gerade? Ich fliege gerade zurück, ne? Ja, alles gut. Ich komme gerade irgendwie nicht mehr in den Air to Ground Modus. Doch, hier ist Air to Ground. Hier ist Weapon. Okay, ich drehe jetzt wieder um. Such nochmal nach einer SH2. Guck, ob ich da was finde. Meine Jungs räumen da auf weiter. Das ist sehr gut. Ist klar. Ich drehe nochmal um. Und hier rufe ich mir nochmal meine. Mein HSD auf. Alles klar. Irgendwas erfasst mich hier. So, meine Jungs kümmern sich jetzt da um die Cap, die da rumfliegt. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas hier reinkriege. Von wegen Suchradare.
Aber irgendwas erfasst mich hier. Und ich würde ja sagen, das ist ein Weg 29. Und tatsächlich sehe ich keine Radare mehr, die mich hier aufschalten. Nichts mehr. All players, Dark Star, Ford 1, alive, East Reset. Also ich drehe jetzt hier nochmal eine Runde. Ich gehe einmal auf Air-to-Air. Obwohl, will ich eigentlich nicht. Okay. Die greifen auch hier die Sam an. Ich gucke da, ob ich da ein Signal kriege. Das ist mein Wing hier. Müssten ja 2, 3 und 4 sein. Da ist sie. Da war noch ein Signal. Bin ich jetzt doof? Irgendwo habe ich gerade ein Signal reingekriegt. Da, genau vor mir. Scheint das zu sein. Ich gehe da mal rauf. Guck mal, ob die mich erfassen. Das müsste ja jetzt irgendwie genau vor mir sein. Fire. Ich schieße jetzt einfach mal raus. Ist immer besser, wenn die mich erfassen kann. Ach, da ist die 2. Ich habe die gar nicht mehr gesehen gehabt. Aber anscheinend hat sie keinen Bock auf mich zu feuern. Okay. Oh. Doch. Die ist eingeschlagen. Ja, North war aber eigentlich auch kaputt. Ich gehe jetzt nochmal auf mein Flight angreifen. So, ich habe glaube ich gerade das South-Ziel kaputt gemacht. Das North-Ziel fehlt aber noch. Da haben wir auf jeden Fall noch einen Feind. Das macht nichts. Ich habe immer noch zwei Sidewinder. Vielleicht kann ich da ja unterstützen. Was ist das? Einmal scannen. Das sind noch 5000 Fuß. Sehr tief hier. Was ist denn da los? Ich bin ja hier irgendwie gerade scharf drauf. Wenn wir können, sollen wir ja unterstützen. So. Sprit ist aber auch langsam alle. Das heißt. Tja, ich kriege ja nichts ins Radar rein. Die sind auch ziemlich tief hier eigentlich. Sind meine Leute, fliegen die alle schon wieder zurück? Ja, ich glaube, das war's auch schon wieder. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir das Objective da
erledigt haben. Ich glaube nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. All players, Dark Star. All strikers had egress. Ja gut. Ja, dann. Dann schaue ich mal. Wenn alle raus sind, dann können wir auch wieder rausfliegen. Okay. R2R aus. Wir fliegen Richtung 11. Mehr zu warten. So. Ja, wieder mal gespannt, ob die Mission als erfolgreich gewertet wird. Ich glaube fast nicht. So 144 soll ich wieder, wa? Oh Gott. Das war hier hinten, ne? 144. Na gut. Hä? Bin ich jetzt richtig hier? 15, ich bin hier. 100. Oh, ich bin ja schon fast da. Ja, hier muss ich rein. So. Alles klar. Schalte ich nochmal alles aus. So. Und damit. Halt, stopp. War's das? Ja.